Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Ihr wollt den Speicher erweitern, eure Samsung Galaxy A12, damit ihr zum Beispiel mehr Platz habt für Bilder, für Videos und für andere Dinge. Wie das genau funktioniert, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns nochmal gemeinsam an, wie wir eine Micro-SD-Karte in euer Samsung Galaxy A12 einzulegen, damit ihr euren Speicher erweitern könnt. Das Gerät kommt ja standardmäßig mit 64 GB und ihr könnt das dann eben erweitern. Ihr habt dann eben mehr Speicher, die ihr nutzen könnt, zum Beispiel für Fotos, für Videos und für andere Dinge. Zunächst einmal herzlichen Dank an die Firma MySwoop, dass sie uns das Gerät zur Verfügung gestellt haben, denn nur so können wir euch dieses Tutorial hier zeigen. Fangen wir zunächst einmal an mit der Micro-SD-Karte. Ich habe hier eine standardmäßige Micro-SD-Karte, könnt ihr jetzt hier sehen, mit 32 GB. Die gibt es aber auch mit 64 GB, 128 GB, 256 GB und so weiter und so fort. Gibt es also größer. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine mit 32 GB. Das heißt, ich hätte dann 64 plus 32 GB. Um das Ganze einmal zu erweitern, schauen wir uns zunächst einmal das Gerät mal selber mal an. Und zwar wische ich einmal hier von unten nach oben und gehe einmal auf den Punkt Einstellungen. Und wenn ich bei den Einstellungen bin, dann gehe ich etwas weiter runter, bis ich auf den Punkt Akku und Gerätewartung komme. Ich drücke da drauf und habe hier diesen Punkt Speicher. Ich drücke jetzt einmal auf Speicher und dann sehen wir auch schon, ich habe momentan 28% verwendet. 18,04 GB sind belegt von 64 GB. Ich kann mir das Ganze jetzt über diese drei Punkte dann auch nochmal über erweitert anschauen. Dann sehe ich da nochmal ein paar Informationen, wie viel wird dann belegt von Fotos und Videos und so weiter. Das könnt ihr euch dann einfach nochmal in Ruhe ansehen. So, jetzt wollen wir einmal die SD-Karte einlegen und dafür braucht ihr aus eurer Schachtel, braucht ihr hier den sogenannten SIM-Card-Ejector. Den kennt ihr schon von eurer SIM-Karte, als ihr das eingelegt habt. Ihr könnt aber ansonsten auch eine stinknormale Büroklammer nehmen, geht auch. Und dann gehen wir mal hier nach links nach oben, denn hier ist der Schuber dafür. Und dann drücke ich einmal hier drauf und dann öffnet sich das Ganze. Das kennt ihr ja schon, als ihr eure SIM-Karte eingelegt habt. So, jetzt habe ich hier das Ganze und ich habe jetzt hier direkt Platz für die Micro-SD-Karte und die kann ich auch nur über eine Art und Weise reinlegen, nämlich so, dass sie eben komplett plan ist, eben komplett drauf und dann kann ich das Ganze eben einmal hier wieder reinlegen. Gucken wir mal, ob das Ganze so passt, so zack, dann ist das Ganze drin und dann wird er relativ schnell erkennen, dass jetzt eine SD-Karte eingelegt wurde. Natürlich auch die SIM-Karte, deswegen gebe ich hier nochmal die PIN der SIM-Karte ein. Und jetzt bin ich quasi jetzt wieder hier ganz normal bei meiner Oberfläche. Wir wechseln jetzt mal wieder einmal in die Einstellungen und gehen jetzt hier wieder auf den Punkt Akku und Gerätewartung und gehen dann hier wieder auf Speicher. So, und wenn ihr jetzt hier mal guckt, dann haben wir jetzt hier diesen internen Speicher. Wir haben jetzt aber hier unten zwei Punkte. Und ich kann jetzt hier nach links und nach rechts wischen. Und wir sehen jetzt hier, oha, jetzt habe ich nämlich auf einmal hier diesen 29,71 GB. Das ist meine 32 GB SD-Karte. Warum habe ich jetzt hier nur 29,71? Weil eben es gibt hier verschiedene Rechenarten. Das eine ist eben Marketing, dort sagen die 32 GB. Aber wenn man es konkret rechnet, ist das eigentlich ein bisschen weniger. Ist auch nicht so schlimm. Das sind so Umrechnungsthemen, da können wir Verbraucher auch gar nichts daran ändern. Jetzt könnt ihr eben hier Bilder draufschieben, Videos draufschieben, Audio, Dokumente, Installationsdaten und andere Sachen, damit ihr die eben hier nicht mehr habt und könntet dadurch eben Daten hier speichern. Wichtig ist, Apps könnt ihr nicht auf dieser SD-Karte speichern, die gibt es nur intern, also Apps intern, aber ihr könnt, wie gesagt, auch System natürlich nicht, aber ihr könnt zum Beispiel Bilder, Videos, Audio und so weiter alles hier rüberziehen und der Vorteil ist dann eben auch, ihr könnt die SD-Karte einfach rausnehmen und könnt sie dann in ein anderes Gerät reinlegen. Nachteil ist, jeder Dieb könnte die SD-Karte rausnehmen und einfach irgendwo anders reinlegen. Also überlegt euch eben ganz genau, welche Daten ihr eben hier speichert. So könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr einfach euren Speicher erweitern. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Das heutige Video wird unterstützt von MySwoop. Bei MySwoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken.